Grüß euch Leidl, weiter geht's. Und zwar sind wir jetzt da im Pripyat, da haben wir uns zu einem Hotel geschlichen, und zwar als Captain, als Lieutenant Bryce, und treffen da jetzt auf den Imran Sakaev. Zweiter Teil dieser Rückblickmission. Und da ist ein bisschen mehr Action zu erwarten wie im ersten Teil. Schauen wir es uns einfach einmal an, was passiert. Lieutenant Price, das Treffen läuft. Feindlicher Transport beim Vorstoß ins Zielgebiet gesichtet. Geile Grauchen. Der Wind ist etwas stärker. Also entweder ausgleichen oder ein bisschen warten. Jawohl, Chef. Aber vielleicht geht er, bevor es besser wird. Deine Entscheidung. Denkt daran, was ich euch gelehrt habe. Vergesst nicht, dass die Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit die Kugel beeinflussen. Auf diese Entfernung müsst ihr auch die Corioliskraft mit einberechnen. Du immer die Corioliskraft berechnen. Ich glaube, ich sehe ihn. Auf mein Zeichen warten. Ziel erfasst. Positive Identifizierung von... Hurra! Positive Identifizierung. Ruhig. Und die Fahne im Auge... Ja, du eh. Geschwindigkeit und Richtung... Du gerade wieder die Corioliskraft neu berechnen. Super. Und der haut jetzt meine ganzen Berechnungen wieder zusammen da. Weil der bringt nämlich die komplette Corioliskraft durcheinander. Das ist der, den du zuerst nicht gesehen hast, du Depp, wo ich gesagt habe, da ist ein Hubschrauber. Es hat dich nicht interessiert, Junge. Jetzt leb damit. Was ist da, Glotzenbär? Jetzt muss ich auf die blöde Fahne warten, bis die Fahne einmal da runterhängt. Nämlich jetzt. Jetzt oder nie. Genau. Guter Schuss, Lieutenant. Scheiße, sie sind hinter uns her. Schalte diesen Helikopter aus, das wird uns etwas Zeit. Da haben wir ihn schon ausgeschalten. Guter Schuss, Lieutenant. Gehen wir. Sie werden aus. Jetzt nicht schwarz getönt, der hat rot getönte Scheiben gehabt. Auch nicht schlecht. So, jetzt müssen wir da schnell flüchten. Und dann kommt das Waffenlotto wieder. Welche Waffe werden wir haben? Na klar, wieder die da. Na gut, okay. Dass er sich da die Waffe nicht merken kann. Wiederhole, wir wurden entdeckt, sind jetzt unterwegs zum Evakuierungspunkt 4. Alpha 6, Big Bird ist unterwegs, geschätzte Abflugzeit 20 Minuten, vergleicht die 50 und erschwindet schon knapp das Ende. Er ist erledigt. Schön für dich. Wir schütteln sie mal ab und an. Los. Ich glaube, die haben wir irgendwie umlaufen. Gut. Naja, viel Schuss habe ich da auch nicht mehr, aber es ist egal. Wir haben es irgendwie umlaufen. Weiter geht's. Oh, Captain, mein Captain. Na, da in die Ecke muss man mit dem Zielfernrohr hinschauen. Das ist schon ganz klar. Ich verstehe die voll, ja. Die kann man sonst nicht gut erkennen. Was ist, hast du da mal gewohnt, dass dich du so gut auskennst? Ja, weiß genau, wo wir hinrennen müssen. Totalen Überblick, der Typ. Super Captain. Naja, nix bereithalten. Kurzer Prozess wird gemacht. Jetzt wird's mit der Munition eng. So. Helikopter! Oh, woher kommt die scheiß Granate da? Fuck doch die Mutze, das gibt's ja nicht. Jawohl.
Irgendwo. Gute Nacht, mal schauen wegen einer gescheiten Waffe. So, was haben wir denn da? AK, MP5, nehmen wir mal die MP5. Ein bisschen Abwechslung haben mit den Waffen. Wie viel Schuss haben wir da jetzt? Naja, könnte mehr sein, könnte besser sein. Aber was soll's. Ah, da war jetzt noch was. Die will ich. Okay. Gut. Also, wo ist jetzt unser Super-Captain, der Mr. Überblick, der weiß genau, wann, welchen Gegner, welcher Schaß druckt, aber den Hubschrauber kann er nicht ausweichen. Dann muss ich am Schleppen da den Habercook. Ja, ja, bin ja nicht von gestern. Der Evakuierungspunkt ist im Südwesten. Wir können es immer noch schaffen, wenn wir uns beeilen. Wenn ich mich beeile, weil du kannst nicht mehr gehen, Bester. Ziele nähern sich. Such mir eine Stelle, von der aus ich Deckung geben kann und setz mich ab. Das gibt's ja nicht, der noch immer nicht hell. Ziele bewegen sich nach Osten. Ah, ist der noch immer nicht hinüber? Das gibt's ja nicht, hast. Ah. Wieder Scheiß. Da wirft noch irgendeiner lustig Granaten. Was ist jetzt mit du? Wo bist du? Sieht aus, als wäre okay. Wir sollten weiter. Dann gehen wir weiter. Captain, mein Captain. Komm her da. Schleich, schleich, schleich. Oh ja, ja, da ist er schon. Oh, Hubschraubinger. Mehr Ziele im Nordwesten. Na, lad auch nach. Alter, wie die Schmeißfliegen kommen die da. Weiß nicht, wo kommen die denn her alle? So, spawnen die da irgendwo? Sieht aus, als wäre es sicher. Wir sollten weiter. Ja, okay, dann nehmen wir dich wieder. Dann gehen wir halt weiter. So, ich möchte aber jetzt auf alle Fälle möchte ich eine G3 da haben. Ja, weil das nämlich die gleiche Munition ist. So! G3 hat die gleiche Munition wie das Scharfschützengewehr. So! Weiter auf der Flucht! Zu dem Apartment! Wir werden sie dort abschütteln! Na dann schütteln wir halt einmal. Oh, kenne ich mich da schon ganz gut aus. Da hat einmal eine Freundin von mir gewohnt. Ja, geh her da. Setz ihn ab, den Deppen. Jetzt sitzt er wieder genau vor der Tür. Ah, ich wäre noch wahnsinnig mit ihm. Alter, du machst auch nur Probleme, junger Freund. Wurscht. Wollte eigentlich den Hund anders erledigen, aber was soll's.
So. Alle erledigt? Na, sicherlich noch nicht. Irgendwo ist da sicherlich noch einer. Ah, doch. Okay. Na, dann gehen wir weiter. Mit mir kann man ja reden über sowas. AK-47. Der. Wurscht. Da müssen wir weiter. Jawohl! Das Hallenbad, oder? Ist das das Hallenbad? Ja, das ist das Hallenbad. Da haben wir die Duschen. Wollen wir eine Runde duschen? Nein. Ah, da sind wieder zwei. Sehr gut. Ich auch. So, und die nächste Stelle wird da wieder einmal ein bisschen kniffelig. Da gibt es aber einen Schmäh, wie man sich da ein bisschen helfen kann. Und den werde ich da jetzt auch aus. Und zwar geht das mit den Klemmerminen recht gut. Ich setze den Captain einmal da ab. Und wer mit meinen Klemmers, von denen ich 8 habe, den Zugang da mal. Absichern und abdecken. So, wie viel haben wir jetzt noch? 2 haben wir noch. Naja, wo? Da haben wir noch nicht so weit weg vom Captain. So, da sitzt da mein Captain. Ruhig bleiben. Was hat der da? Scharfschützengewehr? Scharfschützengewehr, na. So, da mal absetzen. Und 2 Klemmers haben wir noch. Und die stecken wir. Daher. So, das war's mit den Klemmers. Das waren einmal 8 Stück. Jetzt bringen wir unseren Captain dahin. Und der Schmäh an der Geschichte ist, wenn ich den Captain da abgesetzt habe, kriege ich noch einmal 8 Klemmers. Das ist der Schmäh an der Sache. Setzen wir den hinterm Riesenrad ab. Ein bisschen weiter im Norden. Gehen wir nach Norden. Ah, da. Okay. Das ist prima. So, jetzt kriege ich den seine Klemmers. Hier meine restlichen Klemmers. Es ist an der Zeit, sie zu verwenden. Der Feind muss durch nur Scharfschützengewehre. Ja, ja. So. Und ich mache jetzt eins. Ich verteile da schön bei den Autos Klemmers. Und auch noch da. Da. Da ist schon eine. Da. 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 Such dir eine gute Stelle für und das war's. Und ja, genau, und das machen wir jetzt. Und zwar diese Ecke hier. Die haben wir jetzt im Prinzip schön abgesichert und da hoffe ich, dass ich das jetzt überleben werde, was da jetzt kommt. Alles klar, Kumpel, ich habe das Signal aktiviert. Viel Glück. Viel Schuss. Na, ja, das sind wir voll. Schuss habe ich da auch 400. Gut.
Kammern! Der einzige Vorteil ist, man kann den Captain da relativ gut alleine lassen. Der kann da relativ gut auf sich selber aufpassen. Na super, treffen sollten wir was. So, und jetzt helfen uns da natürlich auch die Gamers. Wir sprayen die da einfach nieder. Oh, da kommt einer mit Raketenwerfer, das ist immer gefährlich. Da kommt eh noch keiner. Taktik ändern. Hab ihn. So. Wie gesagt, der Captain kann da recht gut selber auf sich aufpassen. Ziel neutralisiert. So, genau, jetzt kommt der zweite Teil mit den Helikopter und dafür liegen jetzt die anderen Kremers da. Sollten wir halt auch. So. Und jetzt kommen sie nämlich von beiden Seiten. Kommen sie nämlich von da und von da. Das heißt. Und deshalb haben wir da alles mit Kremers abgesichert. Und jetzt heißt es nur eigentlich mehr überleben. So. Auf zwei Seiten absichern da. Keine Ahnung, ob da hinten schon welche sind. Aber da geht's. Er ist erledigt. Naja, so funktioniert das recht gut von der Taktik. Schön für dich. Ah, wieder anders. Ah, ja. Er ist erledigt. Ah, lebt die Dreck. Der Giganten da noch? Nein, lebt der nicht mehr. So, der Hubschrauber sollte jetzt einmal schnell kommen. Weil schon langsam wird Munition eng. So. Eieieiei, das ist da ganz schön fordernd. Was auch genial ist bei dem Spiel, dass man in die eigenen Kremers nicht reinlaufen kann. Das macht ja das Ganze so interessant, die Taktik, weil sonst hätte es eh nicht gehen. Eieieiei. So, ist keine Munition mehr. Ah, du Arschgeige. So, dafür haben wir die Gamers. So, jetzt haben wir wieder Munition. Jetzt muss man sie beeilen, weil die hauen nämlich nach 30 Sekunden wieder ab. Mal den Captain McMillan da holen. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Irgendwo da sollte er sitzen. Da ist er. Jetzt schauen wir, dass wir mit unserem Captain da abhauen.
im Hubschrauber. Jawohl. So. Und tschüss, meine Freunde. Und das war's auch schon wieder mit der Mission. Wir haben es erfolgreich abgeschlossen. Und weiter geht's selbstverständlich dann wieder im nächsten Part.